Auch das politische Berlin kreist weiter um die Abhöraffäre. Eine ranghohe Delegation soll in Washington für Aufklärung sorgen und soll darauf drängen, dass die Fragen, die die Deutschen bereits im Sommer gestellt haben, endlich beantwortet werden. Grüne und Linkspartei fordern, der neue Bundestag müsse schnell zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Die amerikanische Botschaft als Spionagedependance, wurden von hier die Gespräche der Kanzlerin abgehört. Eine von vielen Mutmaßungen. Die Fakten und das Ausmaß der Abhörpraxis immer noch unbekannt. Nun fordert sogar der Bundespräsident Klarheit. Der amerikanische Präsident sollte jetzt sehr deutlich erklären, was geschehen ist und auch wie verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden kann. In Kürze wollen der Kanzleramtsminister und die Geheimdienstchefs nach Washington fliegen und dort auf Aufklärung drängen. Gleichzeitig versucht die Bundesregierung, die Wogen der Empörung zu glätten. Die USA sind unser wichtigster und bester und zentraler Verbündeter. Das schließt nicht aus, dass wir unsere Interessen vertreten und das, was jetzt hier passiert ist, auch Konsequenzen haben muss. Die SPD fragt auch nach Konsequenzen für die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden. Es gibt offenbar gravierende Schutzlücken in der Spionageabwehr. Wir müssen uns dagegen wappnen, dass Angriffe auch aus befreundeten Ländern kommen können. Grünen-Politiker Ströbele schlägt unterdessen vor, als Zeugen Edward Snowden nach Deutschland einzuladen. Denn bisher gehen auf den alle Informationen und Verdachtsmomente zurück.